Liebe YouTube-Abonnenten und Zuschauer, ich möchte mir ein paar Minuten Zeit nehmen, um euch einige Dinge mitzuteilen, die mich in Bezug auf die Art und Weise, wie der Herr seine Kinder führt, sehr beeindruckt haben. Jesus betete für die Einheit unter denen, die ihm nachfolgen. Das war ihm super wichtig. Und der Herr gibt Botschaften an viele, die treu und geduldig auf sein Kommen warten und ihr Leben den Warnungen gewidmet haben, die zur Umkehr und zu einer gründlichen Vorbereitung auf die Begegnung mit ihm, wenn er kommt, führen sollen. In diesem Video möchte ich dich einfach zum Zeugen der vereinigten Botschaften machen, die der Herr vermittelt. Viele Bestätigungen werden für das gegeben, was er offenbart hat. Und wir preisen ihn für diese Zusicherung. Pastor Dana Coverstone hat in letzter Zeit einige sehr interessante Träume erhalten. In zwei seiner letzten Träume, die er auf YouTube geteilt hat, dem Hail to the Chief Traum und dem Precision Traum, wurde Pastor Coverstone ausdrücklich darauf hingewiesen, nach oben zu blicken. Und die Symbolik, die ihm gegeben wurde, steht in direktem Zusammenhang mit der einzigen Pendeluhr-Konstellation am Himmel, und zwar dem Sternbild Horologium. Aber das ist noch nicht alles. Er wurde auch auf die Zeiten hingewiesen, die auf der Uhr angezeigt werden. Wobei der Komet Bernardelli-Bernstein als Zeitmarkierung auf dieser Uhr dient. In unserem Studiumforum haben wir diese Träume mit all ihrer Symbolik ausgelegt. Wir laden dich also ein, mit uns zu lernen, wie diese Träume bestätigen, was Gott über die aktuellen Zeiten in Verbindung mit seiner himmlischen Uhr und ihrer Botschaft für uns offenbart hat. Wirst du die Aufforderung unseres Erlösers beherzigen, aufzublicken, da unsere Erlösung naht? Ich freue mich sehr, wenn ihr auf meinem YouTube-Kanal ein Like hinterlasst, wenn es euch gefallen hat, und wenn ihr auch meinen Kanal abonniert und Freunde davon erzählt, damit andere noch von diesen Warnungen erfahren können. Weil Jesus lässt nicht mehr lange auf sich warten, und dann wird er in großer Kraft und Herrlichkeit kommen.